Liebe gastrointeressierte Damen und Herren, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe «Best of Swiss Gastro bewegt» in diesem Jahr. Die Gastronomen unter Ihnen können heute speziell profitieren. Heute geht es um den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Und das kann direkte Auswirkungen auf Ihr Portemonnaie haben. Bewusst gegen Verlust, wie die Reduktion von Lebensmittelabfällen den Gastronomen bare Münze sparen kann. Biomilch macht fit im Zwilch. Wie eine Studie der Newcastle-Universität beweist, dass Bio-Lebensmittel gesünder sind. Frisch auf den Tisch. Wie im Restaurantgärtnerei der Trendbegriff Nachhaltigkeit tagtäglich in der Küche umgesetzt wird. Innovative Gastronomen setzen mittlerweile fast alle auf Nachhaltigkeit und gute Produkte. Es gibt allerdings einen Aspekt, den viele Gastwirte optimieren können. Und zwar der sorgfältige Umgang mit Lebensmittelabfällen. Das dient nicht nur unserer Umwelt. Direkt neben dem Bahnhof Bern hat die Food Waste Consulting GmbH ihren Sitz. Ein Projekt von Geschäftsleiter Markus Hurschler und seinem Team ist United Against Waste. Wir sind eine Brancheninitiative, und zwar eine Brancheninitiative mit vor allem einem Ziel, und das ist Lebensmittelabfall reduzieren. Unsere Mitglieder sind aus der ganzen Branche vom Ausserhauskonsum, aus der Gastronomie, aus dem Handel, aus der Produktion, also entlang von der ganzen Wertschöpfungskette. Die Reduktion von Lebensmittelabfällen, ein Aufwand, der sich lohnt. Unsere Initiative vernetzt unsere Mitglieder und Partner, also die ganze Branche, auf dem Thema Lebensmittelabfälle, damit wir innovative Lösungen finden können, um Abfälle zu reduzieren. Das hat verschiedenste Vorteile. Man kann das Thema kommunizieren an Gäste und Partner und Kunden. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Aber man kann auch Kosten sparen, weil man eben weniger Abfälle produziert und gute, innovative Lösungen findet. Viele Gastronomen scheuen sich, das Thema anzugehen. Dabei bietet United Against Waste sogar spielerische Möglichkeiten, die Lebensmittelabfallreduktion im eigenen Betrieb klarer unter die Lupe zu nehmen. Eines unserer beliebtesten Angebote ist unsere Software zum Messen von Lebensmittelabfall. Die kommt zusammen mit einem Beratungsangebot. Es sieht folgendermaßen aus, dass man ein Tablet bekommt im Betrieb für einen Monat. Und dann tut man tagtäglich den Lebensmittelabfall sehr detailliert erheben. Am Ende des Monats schaut man das zusammen mit dem Berater an und sieht dann, wo genau kann ich was machen kann, um den Lebensmittelabfall zu reduzieren und entsprechend den Prozess zu optimieren. Corinne Welti und Markus Hurschler haben mittlerweile viele Erfahrungswerte. Und diese zeigen, nicht nur die Umwelt profitiert von der Reduktion der Lebensmittelabfälle. Auch die Gastronomen erzielen einen klaren Gewinn damit. Im eigenen Portemonnaie. Die Erfahrungen aus unseren Beratungen zeigen, dass sie rund ein Viertel von ihren Lebensmittelabfällen einsparen können. Das ist natürlich grosses Sparpotenzial. Wir haben einen Betrieb, einen Beispielbetrieb, ein Hotel, das pro Tag rund 170 Menüs rausgibt. Und sie sparen jetzt 3'000 Franken im Monat. United Against Waste lohnt sich und schafft für Umwelt und Betriebe eine fürwahr klassische Win-Win-Situation. Was die Gastronomie-Szene sonst noch bewegt, das sehen Sie jetzt. Bio macht glücklich. Das ist jetzt auch bewiesen. Eine britische Studie der Newcastle University zeigt, Bio-Fleisch und Milch haben ein deutlich besseres Profil an wichtigen Fettsäuren. Sterne machen glücklich. Das Restaurant Gourmetstübli im Hotel Seehof in Davos-Dorf hat vom Michelin einen Stern verliehen bekommen. Das Gourmetstübli war bereits für den Best of Swiss Gastro Award 2016 in der Kategorie Fine Dining nominiert. Essen macht glücklich. Zürich bekommt ein neues Food Festival.
Zürich Tourismus will das bereits bestehende Festival Il Tavolo 2016 weiter ausbauen. Bis zu 100.000 Besucher sollen daran teilnehmen können. Ein Betrieb, der nachhaltig wirtschaftet, nur auf frische Produkte setzt und zu allem anderen noch sorgfältig mit den Lebensmittelabfällen umgeht, ja, ein wahrer Vorzeigebetrieb. Das beweist der Sieger vom Best of Swiss Gastro Award On the Move. Frisch, frischer Gärtnerei. Das Gastrokonzept des Restaurants Gärtnerei in Zürich hat Kunden im Visier, die auf Gesundes und Knackiges stehen. Alle Zutaten werden tagesfrisch zubereitet von Mitarbeitern, die Enjoy Your Meal ehrlich meinen. Genauso ehrlich wie der Umgang mit dem Credo der Nachhaltigkeit. Ich denke, dadurch, dass es alles frische Zutaten sind, mehr oder weniger quasi direkt vom Feld ins Gärtnerei, das ist für mich schon sehr ein grosser nachhaltiger Punkt. Viel, quasi überall, wo es möglich ist, nehmen wir Zutaten von der Schweiz und achten da auch auf Saisonalität, gerade mit unserem Monatssalat zum Beispiel oder natürlich mit den Tagessuppen. Die Nachhaltigkeit geht weiter, im so wenig Wegwurf wie möglich zu generieren. Also wenn zum Beispiel Zutaten von der Salattheke abend vorig bleiben, kommen die am nächsten Tag ins Tagessuppe. Falls wir Sandwich nicht verkaufen, kommt bei uns Essbar vorbei und holt die ab, um sie am nächsten Tag in ihren Lokalitäten wieder weiter zu verkaufen. Unsere Takeaway-Verpackungen sind 100% biologisch abbaubar. Also, wir versuchen auf allen Ebenen einfach ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen, auf jeden Fall. Die Gärtnerei ist ein junges Restaurant. Seit 2013 bereichert das Lokal das Gastroangebot in der Limmatstadt. Das frische Angebot kommt nicht nur bei der zahlungskräftigen Zürcher Kundschaft gut an. Die Gärtnerei ist auf Expansionskurs. Jede neue Location gibt uns auch wieder neue Insights über halt die Leute, wer hat eine höhere Zahlungsbereitschaft, wer eher eine tiefere. Gerade in Zürich befinden wir uns hauptsächlich wirklich in so Büroquartieren. Wir haben, wenn man auch umschaut, das hat hauptsächlich Business-Leute, die am Mittag gerne ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für einen schneller, aber eben doch gesunden und frischen Mittag. Vergebens fahndet man hier nach chemischen Zusatzstoffen wie Haltbarkeitsmachern oder Geschmacksverstärkern. Ausschließlich Tagesfrisches von Mutter Natur wird hier verarbeitet und angeboten. Betriebswirtschaftlich gesehen ein zusätzliches Risiko. Sind nicht alle Kunden bereit für frische und gute Qualität, vielleicht einen kleinen Aufpreis zu zahlen. All unsere Lieferanten, ob es jetzt der Bäcker ist oder der Eierlieferant oder das ganze Gemüselieferungen, kommen täglich bei uns vorbei, bringen uns täglich die frischen Produkte. Und auch das hat natürlich, die ganzen Lieferkosten kann man natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber nicht nur auf die Weiterverarbeitung der eingehenden Lebensmittel wird großen Wert gelegt. Verantwortungsvoll ist auch der Umgang mit Zutaten und Produkten, die es bis zum Feierabend nicht über den Ladentisch geschafft haben. Einen Kübel für die glücklichen Schweine ist in dieser Küche fehl am Platz. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Rüstabfall und was am Abend in der Salattheke vorig bleibt. Rüstabfall geht natürlich einfach in den Kompost. Und was am Abend vorig bleibt, kommt darauf an. Gerade Avocado wird halt am nächsten Tag in unsere Avocado-Mousse weiterverarbeitet für den Hummusburger. Tomaten, Mango, alles mögliche Gemüse kommt halt einfach in die Tagessuppe. Wie gesagt, die sind täglich frisch, werden jeden Morgen hier in der Küche zubereitet. Entsprechend ist der Koch sehr flexibel, was er jetzt hier heute für eine Suppe will zaubern. Es mag an dieser Stelle nur wenig überraschen, dass dieser Betrieb als Best of Swiss Gastro Award Sieger in der Kategorie One the Move hervorgegangen ist. Und das, nachdem das Gärtnereiteam nicht einmal ernsthaft an eine Nominierung geglaubt hatte. Es war für uns das erste Mal, dass wir an so einer Awardshow überhaupt dabei waren. Und dann fängt plötzlich die Lobesrede in der Kategorie On the Move an. Und sie redet von der Suppe kochen, Salatsauce mischen, von der netten Bedienung auf Augenhöhe. Und wir haben uns nur noch angeschaut und gedacht,
oh mein Gott, das ist die Gärtnerei. Es ist einfach eine genaue Beschreibung von der Gärtnerei. Und so war es dann auch. Und ja, entsprechend war die Freude einfach riesig gewesen, wirklich. Ziemlich unerwartet. Und also ich will den Moment nie vergessen, wo wir den Award entgegennehmen konnten. Freude herrscht nicht nur in der Gärtnerei, sondern auch bei uns, nämlich dass es uns immer wieder gelingt, Emotionen auszulösen. Wir hoffen, dass auch Sie von dieser Gastro-Sendung ein bisschen profitiert und vielleicht sogar etwas gelernt haben. Mehr Informationen finden Sie natürlich wie immer auf unserer Website. In 2 Wochen sind wir wieder für Sie da. Unterdessen eine schöne Zeit und auf Wiedersehen miteinander.